Alter, was geht ab, Leute? Junge? Es ist Döner-Time. Grossburgos ist heute dran. Von dem hört man immer wieder, dass der gut sein soll. Und die Straße runter, nicht allzu weit entfernt, ist momentan unsere Nummer 1, Rolos. Für euch der Vergleich, hier ist Grossburgos und da ist Rolos. Schauen wir mal. Was hast du? Ich sag's dir gleich. Okay, oh, oh. Auf Kamera irgendwas, Leute. Gehen wir mal ein bisschen näher ran her. So, nochmal hier besserer Blick für euch, Leute. Oh. Okay. Zack. Bin gespannt. Nur Gutes hört man über den. Das ist der Kollege, der Django so heim. Ich bin auch gut. Du bist so excited? Ich bin so excited. Okay. Einer der besseren auf jeden Fall, ja? Der kann was. Ich finde das Brot geil. Brot ist geil, Brot ist gut. Gut verteilt. Gutes Aroma, Fleisch hat auch Geschmack. Die Bread tastet so gut. Sagt ihr? Hast du die scharfe Soße genommen? I take more pepper. Ich hab willst du probieren, das ist echt geil. Der ist echt nice. Kann man öfter dran essen. Safe. Und das ist selten im München. Ja, stimmt auch. Wir wollen zurück nach München, Leute. Wir wollen raus aus München. Wir wollen zurückkommen hier. Ich sag dir ehrlich, jetzt nach so einem Jahr im Ausland, dann schätzt man erstmal wieder so ein paar Sachen in Deutschland. Das kommt dann wieder. Glaube ich auch. War ein saftiger Biss hier, Leute. Wir waren davor Weißwurst bestücken und anscheinend hat es ihr nicht gefallen. We don't like the salsicha, Leute. Du like the Senf? The Mustasa. Wasser, der. Yeah, yeah. Aber das gibt es in Spanien auch. Süßen Senf? Mhm. Yeah. Mm. Aber ich verstehe das. Weißwurst, das mag nicht jeder. Das ist so speziell. Ich mag es auch nicht so gerne. Aber es ist halt traditionell, das muss man einfach probieren, wenn man hier ist. Ich weiß nicht, ob ich diese eingelegte Gurke nice finde oder nicht. Die hat irgendwie einen geilen Geschmack, aber ich weiß nicht, ob die so ein bisschen, als ob die da wirklich reinpasst. Ich bin noch gar nicht aufgefallen. Ich hab gesehen, dass du in letzter Zeit übel durchgezogen. Du hast so viel getestet in letzter Zeit. Ergibt sich so. Aber ist geil. Okay, wir suchen eins raus und dann schreibe ich dir. Ja, das. Das ist gut. Und jetzt danach gehen wir zu dem, den du am meisten feierst, oder? Oder zu einem anderen? Zu deiner Nummer 1. Ja, das ist eine Ehre, dann, dass du mich quasi dahin führst. Ja. Das ist auch von meinen ganzen Kollegen, die du meinst momentan. Echt? Ich finde auch gut. Ist der neu? Was? Nicht neu, aber. Ich bin gespannt, bei denen ist das schon echt solide. Letzte Bissen sind sehr saftig. Ich hatte den letzten Bissen mit Entry Brot, der war so geil. Also das Brot ist wirklich richtig krass. Ich habe keine Ahnung, ob die das selber machen, aber es schmeckt richtig gut. Ja, hausgemacht. Ne, hausgemacht aus Spieß. Schöne Spieß, eine eigene. Ich hab keine Brille. Aber der Brain war so gut, ne? Eigene Rezeptur. Mhm. Zubereitet. Ich sage ehrlich, ich finde, der Laden sieht schon sehr unscheinbar aus. Sieht halt aus wie diese Schüler-Kebab so. Ja, Mann. Tut er halt echt. Okay, Fazit.
Janis findest du immer noch besser. Ich weiß nicht, wie lange ich da ist. Sag ja, aber von der Erinnerung. Also ich finde Janis auf jeden Fall besser, aber der war gut. Ja, Janis ist halt so consistent. Das ist halt immer gut irgendwie. Ich sag dir ehrlich, das Fleisch schmeckt halt krass, das Brot schmeckt krass. Also Janis ist, glaube ich, noch besser. Auf jeden Fall dick. Aber der hier schmeckt auf jeden Fall auch echt nice. Den kann man auf jeden Fall empfehlen. Den kann man echt machen. Wenn man Hunger hat und hier in der Gegend ist, kann man safe dahin. Stabil. Irgendwo unter Django's aber. Ist er in deinem Top 5? Ja. Ich habe momentan erst 3, die ich öfter als einmal essen würde. Echt? Krass, dann hat er ja echt Ehrenplatzierung fast. Ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, ob ich noch einen Döner packen möchte. Aber zur Not kann man den ja einpacken. It's this one, yes. Unsere aktuelle Nummer 1, Leute. Der direkte Vergleich. Wir sind satt, aber der muss jetzt so krass sein, dass er uns hittet, auch obwohl wir satt sind. So, da ist er, Leute. Let's go. Was ist das hier, Leute? Maybe outside? Handmade, frisch gemachtes Brot hier, Leute. Schaut mal, wie saftig der aussieht, Leute. Bin gespannt. He never seen me like he sees you in the room like this. Thank you. Can you take that? No. I give you the honor. Wow, this bag is krass. Oh my god, Jason, eat it. Der ist krass. Hm. Ja, okay, der ist besser als Frankfurt. Oha! Der ist viel besser. Ich sage noch einen Biss schon. Oha, okay. Ich finde das Brot bei dem anderen da drüben fast krasser. Das Brot krasser, aber hier das Fleisch. Das Fleisch ist okay. Crazy. Mm. The meat is so good. I don't prove the meat. Which one you cook with? For the cheese, like how sweet? Without the cheese, for you. The bread is better. The other is good, the bread, but this bread is more. Yeah. And the meat? Yeah. They don't cook the meat. Look, bite on the meat. Aber ich check schon, was sie meinen mit dem Brot. Das andere war geil, aber das war so krass fluffig und das ist eigentlich perfekt. Guck mal, das hält es so zusammen, ist so knusprig, aber es ist nicht so zu viel Brot und hat nicht so ein Brot. Hier schießt das Fleisch auf jeden Fall mehr auf. Mhm. Okay, jetzt bin ich auf das Krasses gestoßen. Diese verbrannten Stellen da kommen endlos. Ich meine die hier. Soßen ist super, ja. Es stimmt einfach alles hier. Irgendwie. Hier ist auf jeden Fall irgendein Plan von Löwen. Ja.
super saftig. Super saftig. Ist jetzt voll. Wie fandest du den? Der war geil, der war echt gut. Der ist über Django's gerückt. Ich glaube, ich habe jetzt echt das Top 3 Ranking genauso wie du. Ich glaube, der hier ist Platz 1, Django's Platz 2 und der da hinten, lustigerweise 100 Meter weiter, ist Platz 3. Der war echt auch gut. Ja, habe ich auch so. Sehr stark, Leute, aber ich bin voll. Das ist mein Abendessen hier. Döner, Baby! Erster Laden, Bosporus. Von dem sagen einige, der ist solide. Und ja, der war solide. Und der zweite Laden, das ist der Lieblingsladen vom noch kritischen Boss. Und vor kurzem habe ich herausgefunden, auch der Lieblingsdöner von Dimi. Bis er Lokanta kennengelernt hat. Ist auch ein geiler Döner, auch meine jetzt Nummer 2, aber München Nummer 1. Momentan noch, aber wir testen und suchen weiter und es folgen noch weitere Dönerempfehlungen von Zuschauern und allgemein Dönerläden. Mehr Döner geht immer. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Visa, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zeitkanal, der Mine, Serious Business und ciao.